rufe auf den Zusatzpunkt 10. Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Einmalige Vermögensabgabe für Multimillionäre und Multimillionärinnen sowie Milliardäre und Milliardärinnen. Über den Antrag werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte zügig Platz zu nehmen. Ich bitte wirklich, die notwendige Aufmerksamkeit herzustellen, Gespräche, wenn sie dann geführt werden müssen, nach draußen zu verlagern. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Christian Görke für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU, der ehemalige Bundeskanzler Konrad Adenauer wird ja in einer Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Vermögensabgabe als Befürworter einer energischen Lösung beschrieben, um den damaligen Wiederaufbau Westdeutschlands zu finanzieren und damit natürlich auch die Folgen von Krieg und Zerstörung zu überwinden. Und nicht nur das. Er war einer der Väter, der im Bundestag mit der Aufnahme der Vermögensabgabe im Grundgesetz nach Artikel 106 ein Finanzinstrument uns in die Hand gegeben hat, um zukünftige Krisen bewältigen zu können. Insofern ist die im Grundgesetz verankerte Vermögensabgabe für Multimillionäre und Milliardäre also kein linkes Hirngespinst. Es ist deutsche Regierungspraxis und trägt die Handschrift der CDU. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen nicht erklären, dass wir heute wieder angesichts dieses Krieges, dieses Angriffskrieges, dieser Energiekrise, der Corona-Pandemie vor den größten Krisenlasten stehen, die je dieses Land erlebt hat. Und das heißt, die Forderung nach einer einmaligen Vermögensabgabe ist nicht nur legitim, sie ist auch finanzpolitisch notwendig. Und das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen. In diesem Haushaltsjahr wären zur Krisenbekämpfung sage und schreibe 440 Milliarden Euro Schulden aufgenommen und unseren Enkeln ins Obligo gelegt. Aber eine Gegenfinanzierung, zum Beispiel durch eine gerechte Besteuerung der Krisengewinner oder der Superreichen, darauf wird verzichtet. Und das DIW, meine Damen und Herren, hat für meine Fraktion schon mal berechnet, wenn man nur die reichsten 0,7% bei einer Vermögensabgabe heranzieht, dann kommt man auf Einnahmen von 310 Milliarden Euro für diesen Bundeshaushalt. Also, worüber reden wir, wenn wir übrigens mal über das Thema Superreiche reden, damit wir das mal ein bisschen präsenter machen. So besaß in Deutschland letztes Jahr zwei Familien mehr Vermögen als die untere Hälfte der Bevölkerung. Also zwei Familien mehr als 41 Millionen Menschen. Ich wiederhole das nochmal für die Bodyguards der Superreichen hier von FDP, CDU, aber auch bei der FDP. Zwei Familien besaßen mehr Vermögen als die untere Hälfte dieser Bevölkerung. Und das ist doch bizarr, meine Damen und Herren. Und das ist auch kein Zufall, denn seit Jahren wird ja hier auch eine Politik für die Superreichen gemacht. Und das sieht man ja auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Dort wird ja jede Umverteilung von vornherein ausgeschlossen. Und das muss man sich mal vorstellen. Während hier alles auf den Kopf gestellt wird, alles auf dem Prüfstand steht, veränderbar, verschiebbar ist, ist der Schutz der Superreichen hier in Stein gemeißelt. Das muss man sich mal vorstellen. Und selbst sich dann nur noch der Bundesfinanzminister gebetsmühlenartig dahinter zurückzieht, das ist doch eigentlich der Skandal des Tages. Und deshalb habe ich mich gefreut, dass auch die SPD-Chefin, die SPD-Fraktion, Kollege, ihre Chefin als Partei, Saskia Esken, auch die Grünen-Ex-Chefin. Kollege Görke, ich habe die Uhr angehalten. Ja. Gestatten Sie eine Bemerkung oder Frage aus der AfD-Fraktion? Nein. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich habe mich gefreut, dass Ihre SPD-Chefin, aber auch Ihre Ex-Grünen-Chefin
Frau Göring-Eckardt, endlich unsere Forderung nach einer einmaligen Vermögensabgabe unterstützt. Das haben Sie auch wie am Parteitag hier auch, glaube ich, sogar beschlossen. Aber ich finde, Pressestatements und Presseartikel und Gastartikel in der Berliner Medienbubble reichen in dieser Zeit nicht aus. Wenn Sie den Postboten, den Pflegekräften, den Malochern draußen beweisen wollen, dass Sie es ernst meinen mit dieser Gerechtigkeit, dann müssen Sie unserem Antrag heute zustimmen. Und meine Damen und Herren von der CDU/CSU, Sie wollen doch nicht wirklich hinter Konrad Adenauer zurücktreten, oder? Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Tim Klüsendorf das Wort. Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen und Kolleginnen! Ich habe mir vorgenommen, als ich in diesen Deutschen Bundestag gewählt worden bin, hier keinen Quatsch zu erzählen und mich immer an das zu halten, was ich auch sonst vertrete. Und dementsprechend fällt es mir besonders schwer, heute zu diesem Antrag zu sprechen, weil es eine Forderung ist, die ich inhaltlich eigentlich auch vom Kern her sehr unterstützenswert finde und die auch nicht nur meine Partei und auch die Grüne Partei jetzt in unterschiedlichen Beschlusslagen auch als offizielle Beschlusslagen der Partei herbeigeführt haben, sondern die auch, glaube ich, inhaltlich komplett richtig ist. Deswegen Respekt vor diesem Antrag. Wir haben gerade am Wochenende auf dem Bundeskonvent der SPD dazu eine Beschlussfassung herbeigeführt. Deswegen ist es besonders geschickt, ihn auch in dieser Woche zu stellen, weil Sie genau wissen, dass wir ihn ablehnen werden, und zwar nicht, weil wir ihn ablehnen, weil er von Ihnen kommt, sondern man muss auch politische Realitäten anerkennen. Und wir haben in diesem Haus momentan eine Koalition, die sich nicht darauf einigen konnte, im finanzpolitischen Segment in dem Bereich aktiv zu werden. Da klatschen meine guten Freunde von der FDP, das ist auch genau richtig so. Es ist so, und das muss man einfach der Öffentlichkeit noch mal erklären. Es sieht vielleicht komisch aus, dass wir inhaltliche Forderungen nicht zustimmen, die wir eigentlich gut finden. Aber wir haben eine Koalition, wir haben uns da drin vereinbart. Man kann ein Land nicht auf Zuruf regieren. Man muss sich gegenseitig das Vertrauen versichern, man muss sich gegenseitig Abstimmung versichern. Die FDP stimmt bei unserem Bürgergeld mit zu, die FDP stimmt bei unserer Mindestlohnerhöhung zu, die FDP stimmt bei unserer Wohngelderweiterung zu. Das ist viel abverlangt. Das heißt, im Gegenzug müssen wir auch unsere Versprechen einhalten, dass wir finanzpolitisch auch auf das uns fokussieren, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und da gibt es eine Menge zu tun, was wir noch gemeinsam vorhaben. Dennoch möchte ich noch mal unterstreichen, warum dieses Thema besonders wichtig ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie vielleicht Ihre Russland-Avancen und so manche außenpolitische Äußerungen hier lassen könnten, weil dann könnten wir vielleicht auch irgendwann wirklich zu politischen Mehrheiten kommen in diesem Parlament und nicht nur zu gesellschaftlichen Mehrheiten, die es für dieses Thema gibt, weil dann würde es möglicherweise auch eine politische Mehrheit dafür geben. Die Ungleichheit der Vermögen in diesem Land ist so hoch wie noch nie. Es gibt einen Wert, der besonders interessant ist, das ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Der geht von 0 bis 1. Bei 0 nimmt er an, dass alle Menschen in diesem Land das gleiche Vermögen haben. Bei 1 hat einer alles. In Deutschland haben wir einen Gini-Koeffizient momentan von 0,82. Das ist ein extrem hoher Wert. Das ist nicht nur ein extrem hoher Wert, das ist der dritthöchste Wert von allen OECD-Staaten. Wir sind dabei weit über den Werten zum Beispiel von Frankreich, Belgien, anderen Ländern, die haben alle um die 0,6. Das kann man sich auch alles noch mal nachlesen. Und das hat Gründe. Das hat nämlich den Grund, dass wir in Deutschland Vermögen und Erbschaften so gut wie gar nicht besteuern. Der Anteil der Substanzsteuern an unserem Gesamtsteueraufkommen ist bei 2%. Der OECD-Durchschnitt ist bei 5. Ein Land wie Frankreich hat knapp 10% Anteil der vermögensbezogenen Steuern. Sogar Großbritannien hat 13% ihres Gesamtsteueraufkommens ist vermögensbezogen. Das heißt, wir haben hier einen ordentlichen Weg, den wir noch gemeinsam gehen müssen, weil wir dringend den Bedarf haben, hier die Ungleichheit abzubauen, die großen Vermögen abzuschöpfen und dafür mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zu sorgen. Und dafür wird sich auch die Sozialdemokratie einsetzen. Denn eben hat Herr Görke das ja schon erwähnt, wir haben große Herausforderungen zu finanzieren, die größten Krisen überhaupt, wenn man sich anguckt, welche Entlastungspakete wir hier geschnürt haben. Wir können uns nicht darauf einigen, wie wir die Einnahmen stärken. Wir haben jetzt ein Gutachten vom Sachverständigenrat der Bundesregierung vorliegen, wo ein Ansatz drin ist. Aber wir gehen immer noch nicht an das ran, was wirklich nämlich Geld bringen würde. Und das sind die Vermögen der Millionäre und der Milliardäre. Und das wäre geeignet, um unsere Krisen zu finanzieren. Deshalb vielleicht als letztes Wort noch dazu. Wir, meine Fraktion, jetzt in der neuen Beschlusslage meine Partei, die Grüne Partei, meine parlamentarische Linke, die dazu im Sommer ein Gutachten geschrieben hat, wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, und da gucke ich gerade in Richtung der FDP, dass wir gesellschaftliche Mehrheiten und am Ende auch politische Mehrheiten für dieses Thema bekommen. Denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, wenn man sich dieser Frage nicht widmet und sich den Argumenten verschließt, dann gefährdet man sich
dann gefährdet man den sozialen Zusammenhalt in unserem Land nachhaltig. Und das dürfen wir nicht riskieren. Deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir müssen den Antrag leider ablehnen. Für die CDU-CSU hat nun der Kollege Christian Freiherr von Stetten das Wort. Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei der Linkspartei ist das so wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Jedes Jahr suchen Sie sich einen anderen Anlass, um hier im Deutschen Bundestag entweder einen Gesetzentwurf oder einen Antrag zur Einführung der Vermögensteuer oder einer Vermögensabgabe hier vorzulegen. Allein in den letzten 10 Jahren war dies 20 Mal der Fall. Aber dieses Mal, Herr Bartsch, dieses Mal muss man sagen, so schlampig und so wenig in die Tiefe gehen wie dieses Mal haben Sie noch nie gearbeitet. In Ihrem gesamten Antrag, der auf eine Seite passt, steht keine einzige Zahl drin, kein Steuersatz, den Sie sich vorstellen, keinen Freibetrag für Familien oder für den Mittelstand, den Sie sich vorstellen, noch nicht einmal ein Datum, wann es beginnen soll. Und auch keine Definition, für wen dieses Gesetz überhaupt gelten soll. Sie schreiben in dem Antrag nur nebulös von Multimillionären. Ich habe da mal im Duden nachgeblättert. Was ist ein Multimillionär? Ein Multimillionär ist nach Definition jemand, der ein Vermögen von mehr als 2 Millionen Euro auf dem Papier besitzt, inklusive Haus, Altersversorgung und allem, was dazugehört. Also nicht Barvermögen auf dem Konto, sondern alles, was er hat. Und er ist bei meinem Familienhaus in München oder in Stuttgart oder in Köln, obwohl es sehr klein ist und ein sehr kleines Einkommen oder Rente vorherrscht, doch schon ein relativ hohes Vermögen angehäuft. Und nehmen Sie den Bäckermeister in meinem Wahlkreis Schwäbisch Hall, Bäckermeister, 2 Familien, ein Auto, mit dem er die Brötchen ausfährt, der ist bei 2 Millionen dabei. Dieser Bäckermeister, der jetzt in den letzten 2 Jahren in der Corona-Zeit leiden musste, der jetzt doppelt so hohe Strompreise und Ölpreise zahlen muss, der in dritter Generation arbeitet und mit der Familie überlegt, ob er überhaupt weitermachen kann, den wollen Sie jetzt noch einmal zusätzlich durch eine Mittelstandsvermögensabgabe den Todesstoß setzen. Das ist nicht der Umgang, den wir mit dem Mittelstand in Familien pflegen. Nein, ich habe auch nach nochmaligem Lesen keine einzige Zahl in Ihrem Antrag gefunden. Was ich dort finde, ist eine Aufforderung an uns. Nee, Sie sind nicht mehr Bundesregierung. Okay, das stimmt. Dann ist es eine Das ist eine Aufforderung an die Bundesregierung und an den Finanzminister, einmal bei der anderen Parteien, den Grünen und der SPD, nachzuschauen, was die in den letzten Jahren doch für Vorstellungen haben. Aber billiger und peinlicher geht es da wirklich nicht. Und bei allem Respekt, der Kollege Glüssendorf hat sich ja hier heute etwas zurückgehalten. Ja? Allerdings vor 3 Monaten im NTV-Interview ist er da etwas deutlicher geworden, hat klar gesagt, was die Ziele sind. Nach einem Freibetrag will man 10-30% Teilenteignung durchsetzen, wenn man in Zukunft die Mehrheiten hat. Und was ich hier gehört habe, war das ja schon fast eine Koalitionsaussage zugunsten der Linken. Und ich glaube, Sie hätten das ruhig etwas näher formulieren können. Wenn man allerdings bei den Linken nachschaut, was die in den letzten Jahren hier im Deutschen Bundestag eingebracht haben zum Thema Vermögensabgabe und Vermögensteuer, dann ist es schon etwas schwieriger, eine einheitliche Linie zu finden. Wenn ich schaue ins Jahr 2018, wo wir uns über eine Vermögensteuer, die ja jährlich erhoben werden soll, was Ihr Vorschlag da ist, da stehen einem schon die Haare zu Berge. Sie wollen eine jährliche Abgabe, wollten Sie, von 5% auf den Verkehrswert, jährlich. 5%, Herr Fraktionsvorsitzender, auf den. Das heißt, im ersten Jahr ist das Wohnzimmer weg, im zweiten ist das Badbett, im dritten die Diele, im 10. Jahr muss die Familie in der Garage fahren, nach 20 Jahren ist das Haus komplett weggesteuert. Das ist die Vermögensteuer jährlich. Und jetzt kommen wir zu Ihrem Vorschlag der Vermögensabgabe. Im letzten Jahr fast der gleiche Titel zu dem Thema, allerdings etwas konzentrierter. Und Herr Kollege, Sie haben 300 Milliarden Euro vorher genannt als mögliche Einnahmeposten, den eine Vermögensabgabe, wie Sie sich vorstellen, bringen kann. In dem
Antrag letztes Jahr sind Sie etwas genauer geworden, wie Sie die 3 Milliarden Euro einnehmen wollen. Dort schreiben Sie im Antrag aus dem letzten Jahr, dass Sie nämlich nicht nur die Menschen, die hier direkt steuerpflichtig sind, heranziehen wollen zu der einmaligen Vermögensabgabe, sondern Sie wollen auch alle Menschen einbeziehen, die beschränkt steuerpflichtig sind. Also Menschen, die nicht in Deutschland leben, die keine Deutsche sind, aber die Vermögen in Deutschland haben. Denen wollen Sie 100.000 Euro Freibetrag geben und den Rest zwischen 10% und 30% besteuern. Ich frage mich, wie Sie auf die 300 Milliarden kommen wollen. Also nehmen Sie den Chinesen, den Herrn Li, bekannt als ein vermögender Unternehmer, der 10% an der Daimler AG hält, dem wollen Sie 100.000 Euro Freibetrag geben und dann wollen Sie mit 30% besteuern. Na, herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg. Wollte Stuttgarter Finanzamt dem nach China einen Steuerbescheid schicken oder was soll er damit machen? Oder gehen Sie nach Brandenburg, wo Elon Musk eine Fabrik baut mit 40.000 Mitarbeitern, wo am Ende des Tages der Staat Zuschüsse zahlt und auf der anderen Seite wollen Sie den besteuern, um auf Ihre 300 Milliarden Euro zu kommen. Das ist am Ende des Tages nicht durchdacht. Und deswegen, meine Damen und Herren, normalerweise, wenn wir hier Finanzgesetze oder Anträge beraten, formuliere ich das auch so, dass die Debatte festgestellt hat, dass wir unterschiedliche Ansichten haben und ich mich auf die Beratung im Finanzausschuss freuen werde. Allerdings ist es heute, kann das gar nicht der Fall sein, weil in Ihrem Antrag ja gar nichts drinsteht, was wir beraten können. Und deswegen ist auch folgerichtet, dass dieser Antrag nicht in den Finanzausschuss überwiesen wird, sondern wir heute direkt darüber abstimmen und ihn auch ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Van Stetten. Sie haben gesehen, die Sitzungsleitung hat gewechselt. Da wir jetzt Endezeit 4.29 Uhr morgen früh haben, kommen erst mal freundliche Appelle. Und der Hinweis darauf, dass ich diesmal etwas genauer als sonst auf die Redezeiten achten werde. Nein, bei Ihnen noch nicht, Frau Beck. Also, ich habe gerade meine weibliche Seite entdeckt. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Katharina Beck, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Dank des Antrags der Linken setzt sich der Deutsche Bundestag heute mit einem sehr wichtigen Thema auseinander, der Vermögensverteilung in unserem Land. Ich möchte gerne ein paar Fakten in die Diskussion bringen. Deutschland ist im globalen und auch im europäischen Vergleich ein wirtschaftlich starkes und wohlhabendes Land. Und ich bin stolz darauf, dass wir in vielen Bereichen, zum Beispiel der Technologie, Vorreiter sind. Doch worauf ich wirklich nicht stolz bin, ist, dass wir auch in der Vermögensungleichheit ganz vorne mit dabei sind und dass wir innerhalb aller europäischen OECD-Länder die zweithöchste Ungleichheit bei Vermögen haben. Wie ungleich das Vermögen in Deutschland verteilt ist, zeigen die Daten des sozioökonomischen Panels ganz objektiv. Das vermögendste 1% der Menschen besitzt etwa 35% des Gesamtvermögens und damit sogar etwas mehr als 90% der restlichen Menschen in unserem Land. Die Statistik fokussiert auf die ca. 63 Millionen über 18-Jährigen im Land. In absoluten Zahlen haben 650.000 sehr vermögende Erwachsene in Deutschland mehr Vermögen als 55 Millionen erwachsene Menschen zusammen. Und wie gesagt, sind da die Kinder und Jugendlichen noch nicht mit eingerechnet. Diese starke Konzentration bei wenigen ist unter den obersten 0,1% sogar noch höher. Ungefähr 4 von 10 Menschen in Deutschland haben sogar einfach gar keine Rücklagen, um dieser Krise und den krassen Preissteigerungen finanziell begegnen zu können. Und hinter den abstrakten Zahlen verbergen sich ganz persönliche Schicksale. In meiner Heimatstadt Hamburg hat zum Beispiel fast jede zweite Mieterin gerade Angst vor dem Verlust ihrer Wohnung, weil sie Preise so stark ansteigen und sie keine Rücklagen hat. Und leider ist diese Entwicklung, die sich in den letzten Jahren sogar deutlich verstärkt hat, folgendermaßen zu beobachten. Zwischen 1993 und 2018 ist das Vermögen der Top 1% um das 12-fache gegenüber den nahezu null Anteil der unteren 50% angestiegen. Da ist die Situation weitgehend stagniert. Es muss uns besorgen. Die Schere zwischen Arm und Reich klappt weiter auseinander. Das ist leider Fakt. Und das Versprechen unserer sozialen Marktwirtschaft ist aber Teilhabe am Wohlstand. Und das ist leider in dieser Situation dann eine Erosion dieses Versprechens. Und deswegen ist das so ein wichtiges Thema. Wir reflektieren hier das Thema Gerechtigkeit. Was ist da das Ziel? Klar ist, 100% materielle Gleichheit können und wollen wir nicht erreichen. Aber Vermögen, einfacher gesagt Geld,
ist nun mal ein Mittel zur Erfüllung von Bedürfnissen und im Endeffekt Freiheit und Teilhabemöglichkeiten. Das sollte fair verteilt sein. Das kann ein Bedürfnis nach warmer Wohnung oder vollem Kühlschrank, ein Grundbedürfnis, genauso stillen, wie aber auch, das möchte ich in so einem wohlhabenden Land, dem Wunsch nach einem schicken Kleidungsstück oder einem schönen Familienurlaub auch mal am Mittelmeer. Viele können sich das nicht mehr leisten, selbst das Zelten nicht an der Nordsee. Ist es also gerecht, dass ein großer Teil der Menschen in unserem Land diese und andere Freiheiten nicht wahrnehmen können, wenn bei einem winzigen Teil der Reichtum im Überfluss vorhanden ist? Ich sehe das nicht so. Aber neben der Frage nach Gerechtigkeit für eine ungleiche Vermögensverteilung zu konkreten negativen Konsequenzen, die auch Studien belegen, höherer Drogenkonsum, höhere Kriminalitätsrate, schlechtere Bildung, mehr psychische Erkrankungen, um nur ein paar Aspekte aufzuzählen. Und gerade im Hinblick auf unsere freiheitliche Demokratie, die vom aktiven Zusammenhalt lebt, ist die Ungleichheit ein großes Problem. Sie ist vermutlich mit ein großer Grund für sinkendes Vertrauen in unser System. Wichtig ist in der gesamten Debatte eine Unterscheidung: Vermögen und Einkommen. Viele verwechseln das. Anders als bei den eben genannten Vermögenszahlen ist das Bild bei den Einkommen etwas ausgeglichener. Allerdings driftet auch hier über Zeit die Entwicklung auseinander, und deswegen ist auch da die Entwicklung leider mit ein Teil für die Vertrauenserosion. Was jetzt ganz spannend ist: Einkommen und Vermögen hängen zusammen. Denn wer viel hat, profitiert auch von Einkünften, Einkommen aus Vermögen, wie Immobilienbesitz oder Aktien- oder Betriebsvermögensbesitz. Und deswegen mussten wir den Soli anpassen, weil dort die Einkommen so stark über den Löhnen hinausgestiegen waren, nämlich aus Einkünften aus vermögensbezogenen Werten. Und der Handlungsdruck ist real. Ich bin auch in diesem Zusammenhang offen für die Vorschläge der Wirtschaftsweisen. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre harte Arbeit. Den Spitzensteuersatz zu erhöhen oder ein Energiesoli für besonders gut verdienende Menschen einzuführen, um für mehr Gerechtigkeit und Zielgenauigkeit bei den Entlastungsmaßnahmen zu sorgen. Aber Fakt ist, es gibt in dieser Koalition für das Instrument einer Vermögensabgabe keine Übereinstimmung. Nichtsdestoweniger ist mir wichtig, dass wir auch in der Ampel die Debatte um die von mir gerade vorgetragenen Fakten zur Vermögensungleichheit und Einkommensentwicklung in unserem Land aus der Tabu-Ecke in eine Gestaltungsecke bringen. Die Gefahren für unsere Demokratie sind nämlich real, und ich möchte hier gemeinsam weiterkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Beck. Als nächstes hat das Wort der Kollege Albrecht Glaser, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Linke beschäftigt uns mal wieder mit einem ihrer Kernanliegen. Wie kann man der Zivilgesellschaft zusätzliches Geld entziehen, um damit noch mehr Staat zu finanzieren? Knapp 900 Milliarden an Steuern nimmt der Staat dieses Jahr ein, knapp 380 davon der Bund. Das sind über 6% mehr als im Vorjahr. Und nur eine Zwischenbemerkung: Das, was hier vorliegt als Modell, hat mit Adenauers Lastenausgleich nichts, aber auch gar nichts zu tun. Null. Das sind gut 23% der jährlichen Wirtschaftsleistung und zusammen mit den Sozialabgaben mehr als 40%. Mit dieser Abgabenquote liegt Deutschland an der Spitze der großen OECD-Länder. Die Linke meint, der Staat müsse zusätzlich direkt auf Vermögenswerte, deren Erträge bereits der Einkommensteuer unterliegen, zugreifen. Man hat immerhin erkannt, dass ein solcher Zugriff etwa auf die Substanz von Unternehmen dazu führen könnte, dass, Zitat, Liquiditäts- und Finanzierungsprobleme beim Immobilien- oder Unternehmensvermögen entstehen könnten. Zitat Ende. Um die Vermögensabgabe dennoch zu leisten, Zitat, könne man es den Abgabepflichtigen ermöglichen, ihre Abgabebelastung in dauerhafte Staatsbeteiligung umzuwandeln. Zitat Ende. Das ist das, was das Land braucht: mehr Staatsbeteiligung an Wirtschaftsunternehmen. Wir erinnern uns an die Nord-LB, wir erinnern uns an die West-LB, an die IKB, eine von der KfW beherrschte Tochter, die als erste in der Finanzkrise zusammenbrach. Alle Institute vollgesogen mit Politikern in den Aufsichtsräten, die dort ihre Aufsichtspflichten so wahrgenommen haben, dass alle die Unternehmen zusammengebrochen sind.
Der Vermögenszugriff soll, so das Konzept, für 20 Jahre jährlich etwa 20 bis 25 Milliarden Staatseinnahmen erbringen. Ein Betrag etwa in der Höhe der EU-Umlage Deutschlands in den Jahren 14 bis 17, die sich in 2028 auf über 50 Milliarden verdoppeln wird. Einen messbaren Nutzen werden unsere Bürger, welche diese Mittel aufbringen, nicht daraus ziehen und Europa auch nicht. So verhält es sich auch mit den deutschen Leistungen für die sogenannte Entwicklungshilfe. Eine Evaluation zu diesem Kapitel des Kapitalexportes hat es noch nie in Deutschland gegeben. Ich könnte dazu sehr Vertieftes erzählen. 2020 hat der Bund fast 30 Milliarden in der Welt verteilt, mehr als die EU, deren Leistungen zu 25% zusätzlich von Deutschland finanziert werden. Somit zahlen wir Deutschland genauso viel wie die USA, die mehr als die vierfache Wirtschaftskraft hat als wir. Die jährlichen Kosten der ungesteuerten Migration, die jährlichen, dürften gesamtstaatlich bei 50 Milliarden liegen. Man könnte die auch vermeiden. Alle könnte man sie vermeiden. 4 Minuten reichen leider nicht aus, diese Liste zu vervollständigen. Das könnte noch ein langer Nachmittag werden. Verantwortung, meine sehr verehrten Damen und Herren, trägt für all dies niemand. Es gibt keine politische Verantwortung. Deutschland hat kein Einnahmeproblem, es hat jede Menge Ausgabeprobleme. Diese sind vor allem politischer Natur. Gute Staatsführung muss man lernen und man braucht ein Amtsethos. Das ist das Gegenteil von allfälligem Stimmenkauf mit viel Geld, um die nächste Wahl zu gewinnen. Die AfD hat die Bundesregierung im März gefragt, wie sie es mit der Vermögensabgabe halte. Ich zitiere aus der Antwort. Zitat: Der von den Regierungsparteien getragene Koalitionsvertrag enthält weder eine Vereinbarung zur Einführung einer Vermögensabgabe, noch zur Wiederbelebung der Vermögenssteuer, noch zur Einführung eines Lastenausgleichs. Etwaige Fragen diesbezüglich stellen damit hypothetische Erwägungen dar. Solche haben wir heute hier angestellt. Hoffentlich bleibt es dabei. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Maximilian Mordhorst, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Glücklicherweise kann ich mich darüber freuen, dass diese Ampel eine unmissverständliche Aussage im Koalitionsvertrag, im Sondierungspapier zu all diesen Themen getroffen hat. Ich möchte sie gerne zitieren. Wir werden in Deutschland keine Substanzsteuern einführen und wir werden keine Steuern in Deutschland erhöhen. Das ist das richtige Signal, das wir senden. Das ist das Signal finanzpolitischer Verlässlichkeit, das besonders in diesen Zeiten der Energiekrise, der wirtschaftlichen Gefahren, vor denen unser Land steht, extrem wichtig ist. Wir müssen nämlich Investitionsanreize setzen, und das tun wir nicht, indem wir mit einer Vermögenssteuer, mit einer Vermögensabgabe, was auch immer, für Rechtsunsicherheit sorgen und indem wir noch geringere Anreize setzen, hier zu investieren. Wir müssen mehr Anreize setzen, dass Menschen wieder Lust haben, hier zu arbeiten, hier zu investieren. Das ist der Auftrag, den wir gemeinsam haben. Und deswegen müssen wir jedem Arbeitnehmer, aber genauso auch jedem Unternehmer, jedem Selbstständigen dankbar sein, der auch in diesen schwierigen Zeiten seine wirtschaftliche Zukunft in Deutschland sieht und hier investiert. Der Teufel steckt nämlich wie immer im Detail, wenn man über Vermögensabgabe, Vermögenssteuern diskutiert. Und dieses Detail umgehen Sie ja bewusst in Ihrem Antrag. Es wurde eben schon darauf hingewiesen, Ihre Anträge werden in undetaillierter Weise selbst merken. Wo liegt das eigentliche Problem bei diesen Substanzsteuern, das man auch bei der Erbschaftssteuer sieht, bei der Grundsteuer sieht? Die genaue Definition von Vermögen ist schwierig. Sie tun in Ihren Redebeiträgen immer so, als wäre Vermögen das, was irgendwo auf einem Girokonto liegt. Als gäbe es Menschen in Deutschland, die auf ihrem Girokonto 25 Milliarden oder was auch immer liegen. Haben. Aber dieses Geld, das liegt im Betriebsvermögen zu großem Teil. Das kann auch mal in Immobilien liegen. Wenn Sie sagen, Multimillionen fängt ab 2 Millionen an, dann wären die halben Immobilieneigentümer, die Immobilieneigentümer von halb Berlin bald vermögensabgabepflichtig, weil eine Gegend mal hip geworden ist. Sie haben früh investiert. So geht es nicht. Sie würden Menschen dazu zwingen, hier zu verkaufen. Sie würden Investitionen verringern. Es wäre genau der falsche Weg. Arbeiten Sie doch mit uns an etwas anderem.
Arbeiten Sie doch mit uns gemeinsam daran, dass Menschen wieder Lust haben, Vermögen aufzubauen in diesem Land. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Viel zu wenige Menschen in diesem Land entscheiden sich für Eigentum. Viel zu wenige Menschen in diesem Land investieren. Und das ist das Problem, wenn die Anreize nicht stimmen. Erhöhen Sie doch mal mit uns gemeinsam den Sparerpauschbetrag, dass junge Menschen oder Aufsteiger oder Arbeiter, für die Sie mal stehen wollten, Lust haben, in Aktien zu investieren. Ich erinnere mal, es gibt so etwas wie Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Das wollen wir attraktiver machen. Ja, Sie rufen jetzt rein, aber die Beteiligung von Arbeitern am Produktivkapital, das ist nicht meine Idee. Das ist eine Idee von Karl Marx, den Sie so gerne vor sich hertragen. Marktwirtschaft macht's möglich. Setzen Sie da doch einmal Anreize, dass auch die Arbeitnehmer mehr Anteile haben an den Vermögen, die sie erzeugen. Insofern fördern Sie mit uns Eigentum. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Leute Lust darauf haben. Und vielleicht lesen Sie ab und an auch mal bei Ihrem Idol Karl Marx nach. Sie haben ja Adenauer so freudig zitiert. Ich freue mich, wenn die Marktwirtschaft bereits das erledigt hat, worüber Karl Marx geschrieben hat. Wir sorgen dafür, dass auch weiterhin Eigentum, gerade für mittlere und kleine Einkommen in Deutschland, attraktiv wird. Wir wollen es gemeinsam machen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Mordhorst. Ich glaube, Ludwig Erd wollte das auch, Beteiligung der Arbeit am Produktiven. Aber egal. Nächste Rednerin ist die Kollegin Frauke Heiligenstädt, SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben schwierige Zeiten in Deutschland. Die Inflation steigt exorbitant. Die Lebensmittel- und Energiepreise sind massiv angestiegen. Aus diesem Grund haben die Bundesregierung und dieser Bundestag bisher insgesamt 3 Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Umfang einmalig sind. Sie umfassen insgesamt 300 Milliarden Euro. Damit entlasten wir die Menschen und die Unternehmen in unserem Land. Zum Beispiel, ich will eine kleine Auflistung machen, mit Direktzahlungen und der Energiepreispauschale von 300 Euro, mit dem Kinderbonus von 100 Euro pro Kind oder den Heizkostenzuschüssen von 270 Euro für Wohngeldbezieher und 230 Euro für BAföG-Empfänger helfen wir Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Mit Steuererleichterungen und Erhöhungen des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer vermindern wir die Steuerabgaben für steuerpflichtige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit Rentenerhöhungen in lange nicht dagewesenem Ausmaß für dieses Jahr und auch voraussichtlich für das kommende Jahr unterstützen wir die Menschen, die lange Zeit unser Land aufgebaut haben und jetzt in ihrem wohlverdienten Ruhestand sind. Mit neuen innovativen Verkehrstickets wie dem Deutschlandticket ermöglichen wir mit den Ländern gemeinsam eine völlig neue Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in unserer Republik und erleichtern damit auch zugleich die Mobilität der Menschen im gesamten Land. Und gerade erst heute Morgen oder heute Mittag haben wir mit dem Inflationsausgleichsgesetz das Kindergeld für unsere Familien im Land nochmals in einer bisher nie dagewesenen Höhe erhöht auf 250 Euro pro Kind. Für Studierende und Auszubildende in diesem Land haben wir die BAföG-Sätze erhöht und die Zugangsvoraussetzungen erleichtert. Und wir haben heute ebenfalls mit der Einführung des Bürgergeldes eine umfangreiche Reform unserer Sozialgesetzgebung auf den Weg gebracht, die insbesondere einkommensschwächeren Menschen in unserem Land neue Perspektiven gibt. Und auch gerade eben haben wir die Wohngelderhöhung besprochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dass wir den Mindestlohn für 12 Euro eingeführt haben, das erwähne ich jetzt nur noch nebenbei. Und ja, die Wirtschaftsweisen haben recht, wenn sie empfehlen, die Spitzensteuersätze anzuheben oder die Einführung eines Energiepreissolis zu prüfen. Deshalb müssen wir uns auch mit der solidarischen Finanzierung dieser staatlichen Aufgaben befassen. Aber was macht die Linke in diesem Haus? Sie holt einen Antrag aus 2021, als es noch keine Energiekrise gegeben hat, aus der Schublade, kürzt ihn deutlich ein, weil sie gemerkt hat, dass die konkreten Vorschläge, die sie vor anderthalb Jahren gemacht haben,
gar nicht umzusetzen sind und schon gar nicht schnell wirksam werden könnten. Und sie bringt dann diesen eingekürzten Antrag eben wieder auf die Tagesordnung. Ich kann das ja verstehen, als Opposition macht man das auch. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit alten Anträgen verhält es sich leider nicht so wie mit alten Weinen. Sie werden nicht besser, wenn man sie häufiger wiederholt und wenn sie lange alt genug sind. Und ja, auch die SPD will, dass starke Schultern mehr tragen als schwache Schultern. Und ja, auch meine Partei hat beim Debattenkonvent letztes Wochenende einen entsprechenden Beschluss gefasst, der eine einmalige Vermögensabgabe befürwortet. Eine gerechte, verfassungskonforme Besteuerung von Einkommen, Vermögen, Erbschaften sowie Gewinnen und Kapitalerträgen dient der Verteilungsgerechtigkeit und dient dem Zusammenhalt in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Und das haben wir auch nicht erst seit 2 Wochen deutlich gemacht, sondern das ist auch in unserem Programm enthalten. Das ist gar kein Geheimnis. Allerdings ist Ihr Antrag, liebe linke Fraktion, lediglich ein populistischer Showantrag. Sie machen sich keine Mühe, auch nur in irgendeiner Form konkreter zu werden. Sie haben das ja alles weggestrichen. Bei der Frage nach den konkreten Umsetzungsmöglichkeiten der von Ihnen vorgeschlagenen Abgabe bleiben Sie schlicht und ergreifend blank. Eins ist jedenfalls klar, liebe linke Opposition, so wird das nichts mit der Vermögensabgabe. Im Gegenteil. Je häufiger Sie das wiederholen, umso stärker leisten Sie der wichtigen Frage einer solidarischen Finanzierung unserer großen Aufgaben in der Krise einen Bärendienst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Heiligenstadt. Nunmehr erhält das Wort der Kollege Sebastian Brehm, CDU-CSU-Fraktion. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten wieder einmal einen Antrag der Linken über die Einführung einer einmaligen Vermögensabgabe für Multimillionäre und Multimilliardäre. Dieser Antrag wurde erwähnt, schon mehrfach gestellt, eigentlich jedes Jahr. Lieber Kollege Görke, es entspricht auch Ihrem Profil, insofern absolut in Ordnung. Aber was viel erschreckender ist, ist, dass heute in diesem Parlament auch die Grünen und die SPD mit den Äußerungen auch der Bundestagsvizepräsidentin Görin Eckhardt, Saskia Esken, Klüsendorf, Frau Heiligenstadt, das bestätigt haben, dass auch die SPD und die Grünen diese Vermögensabgabe wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich kann nur sagen, dieser Antrag der Linken, wenn der umgesetzt würde durch SPD und Grüne noch dazu, gefährden den Wohlstand für alle in unserem Land. Dieser Antrag schafft Misstrauen in Arbeit und in notwendige Investitionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Welt des Neides, des Missgunstes und der Umverteilung von Rot, Rot, Grün, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unabhängig von der Frage, dass das überhaupt nicht verfassungsrechtlich zulässig wäre, das wissen Sie auch, darf ich den wissenschaftlichen Beirat beim Finanzministerium zitieren zu diesem Thema? Der wissenschaftliche Beirat hat gesagt, Vertrauen darin, dass man über sein Erspartes und seine Investitionen morgen auch noch verfügen kann, ist die Grundvoraussetzung für die Bereitschaft zu sparen und in einem Land zu investieren. Und der wissenschaftliche Beirat sagt weiter, Deutschland steht mit dem digitalen Wandel, dem Klimawandel und dem demografischen Wandel derzeit vor gleich 3 großen Herausforderungen, deren Bewältigung auch umfangreiche private Investitionen erfordert. Der Ruf als sicherer Investitionsstandort ist damit der Schlüssel zur Bewältigung dieser Krisen. Soweit der wissenschaftliche Beirat. Das sollten Sie ernst nehmen. Apropos Bereitschaft zum Sparen. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen in unserem Land. Und Sie schaffen es als Regierung nicht, mit den Finanzen solide umzugehen. Wir haben 10.000 neue Stellen in der Regierung geschaffen. 10.000 neue Stellen in der Regierung. Sie haben die meisten Staatssekretäre. Sie haben seit Bestehen der Republik die Bazooka ausgepackt und den Doppelwumms und ballern das Geld an alle raus. Ich mache bloß mal ein Beispiel mit
Ich mache bloß ein Beispiel mit der Energiepreispauschale. Wir haben gesagt, geben Sie es doch denjenigen, die auch bedürftig sind. Sie müssen doch das nicht jedem geben. Aber Sie ballern das Geld raus, auf Teufel komm raus, ohne einzusparen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ohne es zielgerichtet einzusetzen. Sie tun das, was Sie hier vorschlagen, in der praktischen Umsetzung keineswegs. Und Sie schaffen Arbeitsanreize ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, leider haben Sie da mitgestimmt. Bürgergeld, Einführung, Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV. Im Bereich der Energie verteuern Sie künstlich die Energie, weil Sie das Abschalten der Kernkraftwerke viel zu früh vornehmen. Und Sie führen weitere bürokratische Maßnahmen ein, anstatt endlich ein Belastungsmoratorium vorzunehmen für Handwerk, Industrie und Mittelstand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wachstum geht anders. Sie müssen Anreize schaffen für Arbeit. Und wir brauchen wieder ein Lohnabstandsgebot für diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das müssen Sie tun. Das wäre die richtige Entlastung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage Ihnen, solide Mittelständler, Hidden Champions, die in unserer Republik sind, die eigenkapitalbasiert sind, wenn Sie jetzt das Eigenkapital dieser Firmen, und Sie haben ja vorgeschlagen, 50%, weil Sie richten sich ja an dem damaligen Gesetz aus, 50% Vermögen zu entnehmen, dann machen Sie die Arbeitsplätze in unserem Land kaputt. Mit Ihrer Politik machen Sie Arbeitslosigkeit und Sie machen die Menschen ärmer. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das will ich schon auch noch mal sagen bei dem Antrag, wenn Sie den Vergleich machen mit dem Lastenausgleichsgesetz von 1952, dann ist dieser Vergleich natürlich völlig falsch. Damals hat man diejenigen entlastet oder denjenigen was verteilt, sozusagen, die durch Flucht und Vertreibung aus den damals ehemaligen Ostgebieten nach dem Krieg enteignet worden sind. Und deswegen kann man den Vergleich heute überhaupt nicht machen. Das ist unseriös und findet von uns keinerlei Zustimmung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie übersehen eins. Sie übersehen bei Ihren Forderungen, dass wir aktuell schon eine massive Vermögensabgabe haben. Und diese nennt sich Inflation. Und anstatt zu entlasten, und zwar zielgenau in diesem Jahr zu entlasten, haben wir heute früh zum Beispiel die kalte Progression erst ab 2023 beschlossen. Hätte man auch schon 2022 machen können. Und zweitens, Sie müssen, glaube ich, mit der Wirtschaft und nicht gegen die Wirtschaft arbeiten. Sie schaden mit Ihrem Gedankenspiel der Substanz der deutschen Wirtschaft. Sie legen die Axt an den Mittelständler, Sie legen die Axt an den Handwerker, Sie legen die Axt an den Industriebetrieb in unserem Land. Mit diesen politischen Meinungen sagen Sie deutlich, was Sie wollen. Und das wird die Menschen in unserem Land nicht dazu animieren, eben hier zu investieren. Und deswegen, Gott sei Dank, letzter Satz, braucht es hier eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Ich bin der FDP dankbar, dass sie zumindest in dem Thema hier auf jeden Fall derzeit noch steht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mehr als ein Drittel des Vermögens in Deutschland ist beim reichsten 1% konzentriert. Je mehr Geld ein Mensch hat, desto schneller wächst auch sein Vermögen, und Erbschaften zementieren diese Ungleichheit. Gleichzeitig stecken wir allerdings auch gerade in der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine galoppierende Inflation und dramatisch hohe Energiepreise bringen viele Menschen an den Rand ihrer wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit. Wir in der Koalition steuern dagegen. Wir haben milliardenschwere Entlastungspakete geschnürt, haben milliardenschwere Sondervermögen beschlossen. Frauke Heiligenstadt hat einige der Beschlüsse entsprechend aufgeführt. Wir in der Koalition bringen die Menschen durch diese Krisenzeit, die Putin mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine verursacht hat. Und trotzdem müssen wir uns der Frage stellen, wer soll das alles bezahlen? Ich finde, da muss auch die Frage erlaubt sein, und ich blicke Richtung FDP, Herr Brehm muss auch ein bisschen aufpassen, warum nicht diejenigen, denen es nicht wehtut,
Diese Frage muss erlaubt sein. Die Forderung, Multimillionäre und Milliardäre stärker zur Finanzierung der Krisenkosten heranzuziehen, die hat ihre Berechtigung. Starke Schultern sollten mehr Lasten tragen als schwache, gerade in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Davon waren und davon sind wir Grüne überzeugt. Es geht jetzt darum, die Krise solidarisch zu bewältigen. Auch die Wirtschaftsweisen haben erst gestern in ihrem aktuellen Jahresgutachten empfohlen, sie haben einen zeitlich befristet höheren Spitzensteuersatz, ein Energiesoli als Instrument benannt. Ideen gibt es viele, wie wir diese Krisenkosten gerecht und solidarisch finanzieren können. Was aber das geeignetste Instrument ist, das müssen und werden wir in der Koalition noch ausführlicher diskutieren und noch sehr dicke Bretter bohren müssen. Gleichzeitig sind wir in der Koalition schon erste wichtige Schritte gegangen, damit sich starke Schultern eben solidarisch daran beteiligen, die Krise zu bewältigen. Wir schöpfen die Zufallsgewinne von Energieunternehmen ab. Damit stellen wir sicher, dass die Unternehmen in die Verantwortung genommen werden, statt Profit aus der Krise zu schlagen. Und wir werden den Kampf gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung konsequent führen, damit die zig Milliarden Euro Steuergelder da landen, wo sie hingehören, im Fiskus, in den öffentlichen Haushalten, im Eigentum aller Bürgerinnen und Bürger. Ich finde es gut, dass wir heute über die Vermögensabgabe als mögliches Instrument für die gerechte Finanzierung der Krisenkosten sprechen. Trotzdem werden wir den Antrag der Linken ablehnen, zwar nicht nur deshalb, weil die Koalition noch über das richtige Instrument diskutieren muss, sondern auch, weil die Linke es mal wieder versäumt, über die Ursache der Energiekrise zu sprechen. Den völkerrechtswidrigen, aggressiven Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, der diese Krise verursacht hat. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Nächster Redner ist der Kollege Klaus Stöber, AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Als gelernter DDR-Bürger habe ich natürlich ein besonderes Verhältnis zur Linken. Ihre Vorgängerpartei, die SED, steht ja in erster Linie für Unterdrückung, Einschränkung persönlicher Freiheit statt Sicherheit und natürlich auch Mauertode. Aber ich sehe das auch durchaus differenziert. Nicht alle 2 Millionen Mitglieder der SED waren Kommunisten, Mauerschützen und Stasi-Mitarbeiter. Es gab damals wie heute auch vernünftige Mitglieder und im kommunalen Bereich habe ich auch mit vielen ein sehr gutes Verhältnis. Auch wenn ich den Ausführungen Herrn Görke im Finanzausschuss lausche, sehe ich sehr viel Übereinstimmung mit unseren Positionen. Man kommt zu dem Schluss, dass die Linke nach 30 Jahren in der Bundesrepublik, tut Ihnen leid, wenn Ihnen das leid tut, aber mir nicht, nach 30 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland angekommen ist. Und dann kommen Sie, Herr Görke, mit so einem Antrag zur Vermögensabgabe. Man könnte das ja positiv betrachten. Die Vermögensabgabe ist ja nur Geld. Aber Sie würden ja gerne die ganzen Reichen abschaffen. Vor 2 Jahren haben Sie auf einer Strategiekonferenz in Kassel verkündet, man müsste die Reichen einfacher schießen. Ja, das ist nachweisbar. Und Ihr damaliger Vorsitzender, Herr Rieksinger, ist heute nicht da, hat dem widersprochen, nicht widersprochen, sondern lediglich festgestellt, es würde ja reichen, sie ins Arbeitslager zu stecken. Da könnte man ja denken, naja, die Linken mit ihren 30 Leuten können ja so einen Antrag sowieso nicht durchbringen, der wird sowieso abgelehnt. Aber 2 Umstände lassen mich doch aufhorchen. Es ist erstaunlich, dass solch ein Antrag hier hingeschmiert auf eine Seite 68 Minuten Redezeit bekommt. Und zweitens, nicht ganz unbedeutende Politiker der Ampel fordern ja ebenfalls eine Vermögensabgabe. Sie, Frau Göring-Eckardt, für Bundestagsvizepräsidentin, die ja sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, um die Rechtmäßigkeit der Vermögensabgabe zu prüfen. Auch wenn dieses Gutachten wahrscheinlich nicht das gewünschte Ergebnis lieferte, zeigt sich doch, die wirren Gedanken inzwischen in der Ampel fest verankert sind. Und auch die SPD hat die Idee der Vermögensabgabe aufgegriffen, fordert ebenso wie die Linken für Multimillionäre und Milliardäre, was die links-grünen Weltverbesserer ja gern vergessen. Dass man, das hatte schon erwähnt, ja, schon Millionär ist, wenn man schon ein Haus in München oder ein Haus in Berlin hat oder einen mittelständischen Betrieb. Das sind auch schon Millionäre. Es gibt laut der Statistik ungefähr 2 Millionen Millionäre in Deutschland. Wollen Sie die alle da schießen oder Vermögensabgabe erheben?
Und wenn Sie auf die Liste der Reichen, sogenannten Reichen, sehen, dann werden Sie ganz viele Unternehmer dort finden. Und dann sage ich Ihnen, nicht alle diejenigen sind berechtigt, Vermögensabgabe zu bezahlen. Und wann hört es denn auf? Es fängt bei den Millionären an, es fängt bei den, geht weiter zu den Hausbesitzern, es geht weiter zu denjenigen, die ein Sparvermögen angesammelt haben. Alle die sollen dann irgendwann mal zur Vermögensabgabe herangezogen werden. Ich sage Ihnen eins, der Bezug zur Ukraine lehne ich auch ab. Sie können von mir aus noch so viele Waffen in die Ukraine liefern, Sie können auch 500 Millionen dort überweisen, aber wir lehnen es ab, die Bürger in Deutschland mit einer Vermögensabgabe zu belasten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stöber. Das Wort hat nunmehr der Kollege Frank Müller-Rosentritt, FDP-Fraktion. Ja, meine Damen und Herren, sehr geehrter Präsident, nach den Reden von Tim Klüssendorf und Stefan Schmidt von den Grünen kann ich den Handwerkern und Unternehmen in unserem Land nur zurufen, was für ein Glück haben Sie, dass die FDP dieser Bundesregierung anhört, meine Damen und Herren. Und wir reden auch nicht über den Weg dahin, sondern wir haben uns schon eine Einigkeit darüber getroffen, dass es dahin keinen Weg gibt. Gemeinsamer Koalitionsvertrag, deshalb überrichtet auch alle Diskussionen darüber, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen mit Erlaubnis des Präsidenten eine Fotoaufnahme zeigen. Diese Fotoaufnahme zeigt die Altstadt von Görlitz aus dem Jahre 1989. Auf diesem Bild können Sie live und mit ganz wenig Farbe sehen, wozu linke Realpolitik führt. Die SED als Vorgängerpartei der BDS und der heutigen Linken hat in 40 Jahren real existierenden Sozialismus auf dem ehemaligen DDR gezeigt, wozu Volkseigentum statt eines Volkes von Eigentümern geführt wird, nämlich ausschließlich zu Verfall, überall Verfall, wo man hinschaute. Nun zeige ich Ihnen ein Bild von Görlitz aus dem Jahr 2022. Gleiches Bild, live und mit extrem viel Farbe. Und Sie sehen, wohin Eigentum, Eigenverantwortung, steuerliche Anreize und das Vertrauen in die Regierenden, in die Fähigkeit des Einzelnen führen, nämlich zu Wohlstand, Wachstum und Vermögen. Eigentlich wäre an dieser Stelle alles, wirklich aber alles über die Fähigkeiten oder besser über die Unfähigkeiten der Linkspartei und deren Träumereien von Sozialismus gesagt. Doch es gebietet einfach der Anstand und der Respekt vor parlamentarischen Demokratien, auch auf ihre Anträge einzugehen. Auch wenn umgedreht dieser Respekt vor dem Rechtsstaat und parlamentarischen Demokratie bei einigen der Parteigenossen nicht, oder gelinde gesagt, nicht ausschließlich immer gleichermaßen ausgeprägt ist. Wir Liberale glauben an die soziale Marktwirtschaft, an die Werte von Eigentum und Verantwortung und vertrauen stets in die Fähigkeit des Einzelnen. Denn ein Wesensmerkmal von Marktwirtschaft ist die Tatsache, dass sich Leistung eben auch lohnen muss. Denn das liberale Aufstiegsversprechen, dass du im Leben alles erreichen kannst, egal wo du herkommst, deine Hautfarbe, deine Religion, darf nicht durch marxistische Ideen der Linken gefährdet werden, indem in einem über Jahre und Generationen durch Leistung geschaffener Wohlstand vom Staat einfach wieder weggenommen wird, meine Damen und Herren. Ihre Ideen von Enteignung und einer Vermögensabgabe ist nichts anderes als das. Legt die Axt an das Aufstiegsversprechen und zerstört nicht nur den Leistungsgedanken, brutal mit der Abrissbirne. Mehr noch, eine einmalige Vermögensabgabe würde, und Herr Brehm hat es auch schon zitiert, mit der Erlaubnis des Präsidenten des Wissenschaftlichen Beirates des Bundesministers Finanzen, erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen, weil sie das Vertrauen von Sparern und Investoren erschüttert. Und weiter, Deutschlands über Jahrzehnte erarbeiteter Ruf als sicherer Investitionsstandort werde durch eine einmalige Lastenabgabe unnötig, schnell und dauerhaft zerstört. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, ist auch Ihre Annahme, Herr Görge, die heutige Situation in Deutschland mit der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg zu vergleichen, wo hunderte Städte in Schutt und Asche liegen, das ist doch absurd, völlig absurd, was Sie hier von sich geben. Während die Menschen in ihrem System ständig Angst haben müssen, dass der Staat ihnen ihr hart erarbeitetes Vermögen wegnehmen will, vertrauen wir Liberale in Eigentumsgarantien.
Und im Gegensatz zu Ihnen wollen wir eben ein Volk von Eigentümern und kein Volkseigentum. Und auch der Unternehmer ist nicht wie für Sie und wie einige linke Freunde. Und ich war echt erschüttert heute von einigen, Reden hier aus SPD und Grünen. Ist eben für uns nicht eine Kuh, die man ununterbrechend melken kann, sondern für uns ist der Unternehmer das Pferd, das diesen ganzen Karren in diesem Land zieht, meine Damen und Herren. Und schon heute fordern wir von Leistungsträgern und Vermögen in unserer Gesellschaft überproportional viel im Vergleich von allen anderen. 10% der Vermögen sind Finanzierung, 55% und 25% der Vermögen sind verursachen 80% unserer 300 Milliarden Einnahmen. Diesen Leistungsträger sollte man nicht weiter belasten, sondern Danke sagen. Deshalb lehnen wir den Antrag entschieden ab. Es ist kein Platz für Steuererhöhungen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Müller-Rosentritt. Nächste Rednerin ist die Kollegin Melanie Wegling, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich für den Antrag, der eine in meinen Augen wirklich wichtige Diskussion über Gerechtigkeit und Ungleichheit anstößt. Kaum ein Land in Europa hat eine so hohe Ungleichheit bei privaten Vermögen wie Deutschland. Und das ist heute im dritten Krisenjahr in Folge nicht anders. Viele Menschen fragen sich, wie sie über die Runden kommen. Ich möchte aber noch eine andere Perspektive hier in die Debatte heute einbringen. Auch in den Kommunen, die eine zentrale Rolle in der Daseinsvorsorge spielen, ist das Geld knapp. Zu den Löchern in den Kassen kommen die erwarteten hohen Energiepreise. Zu Hause mache ich Kommunalpolitik. In meiner Heimat in Ginsheim-Gustersburg, dem Kreis Groß-Gerau und überall anders fragen wir uns gerade, heizen wir jetzt das Bürgerhaus oder doch lieber die Turnhalle? Stecken wir das Geld in das kommunale Krankenhaus oder in den dringend benötigten Kita-Platz? Es fehlt das Geld an allen Ecken und Enden. Doch es gibt auch Menschen, die ihr Vermögen trotz aller Krisen vermehren. Und das betrifft in erster Linie die Reichsten in diesem Land. Allein ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden sagt uns doch, dass sie ihren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwohls leisten müssen. Wenn die aktuellen Krisen die Schere zwischen Arm und Reich noch größer werden lassen, dann ist es unsere Aufgabe, dem entgegenzuwirken. Für mich konkret bedeutet es, wir können über eine Art der Vermögensabgabe reden oder auch über eine fairere Erbschaftssteuer, die vor allem bei der Frage der Chancengleichheit entscheidend ist. Wir brauchen jedenfalls ein gerechteres Steuersystem. Und das heißt auch, wir müssen die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen in dieser breiten Debatte im Blick behalten. Die Kommunen sind das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Sie tragen eine große Verantwortung für die Versorgung der Menschen, von der Geburtsklinik über Kitas, Schulen, Büchereien bis hin zu Rettungsdiensten und Altersheimen. Von der Energieerzeugung über Sparkassen, ÖPNV bis hin zur Müllentsorgung. Kurz gefasst, in den Kommunen wird konkrete Daseinsvorsorge betrieben und ein Großteil der öffentlichen Investitionen getätigt. Doch die aktuellen Krisen lassen kaum finanziellen Spielraum. Vielmehr stehen einzelne Bereiche in Konkurrenz zueinander. Doch wer will denn die Entscheidung treffen, was denn wichtiger ist? Turnhalle oder Schwimmbad, Radweg oder Bus, Kita oder Altersheim? Es geht hier schlichtweg um die Finanzierung unseres Gemeinwohls. In den letzten Jahren wurden verschiedene Mittel und Wege in Betracht gezogen, um mit den kommunalen Haushaltsproblemen umzugehen. Übernahme von Altschulden durch den Bund, Reform der Gemeinschaftssteuern oder des Finanzausgleichs, verschiedene länderspezifische Initiativen, wie zum Beispiel die Hessenkasse. Ich denke, dass wir weiterhin diese Projekte vorantreiben und uns um eine nachhaltige und gerechte Lösung für unsere kommunalen Finanzen bemühen müssen. Ich denke aber auch, dass eine Vermögensabgabe ihren Beitrag zu mehr Gerechtigkeit in der gesamtstaatlichen Finanzpolitik leisten kann. Die grundsätzlichen Argumente für eine Vermögensabgabe liegen auf der Hand. Laut Oxfam konnten allein die reichsten 10 Personen in Deutschland ihre Vermögen während der Pandemie um 78% steigern, von 125 auf 223 Milliarden Euro. Gleichzeitig erreichte die Armutsquote mit 16%, also ca. 13 Millionen Menschen, einen Höchststand. Ich persönlich finde, das ist nicht gerecht und nur schwer auszuhalten. Natürlich gibt es viele technische Fragen zur genauen Ausgestaltung, die vorab zu klären sind.
Außerdem liegen schon zahlreiche Vorschläge aus unterschiedlichen Quellen vor, die aufgegriffen werden können. Die Wirtschaftsweisen sind ja jetzt auch nicht wirklich für ihre revolutionäre Art bekannt, empfehlen aber jetzt trotzdem eine zeitlich befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes bzw. einen Energiesoli-Zuschlag für Besserverdienende. Es gibt zahlreiche Argumente für eine gerechtere Ausrichtung unserer Steuerpolitik. Ich bin gerne bereit, über den Nutzen einer klug durchdachten Vermögensabgabe zu reden. Es geht letztlich auch darum, gut durch die Krise zu kommen. Und dabei müssen wir die Kommunen unbedingt mitnehmen, da diese in großem Maße für unsere Daseinsvorsorge verantwortlich sind und damit auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ohne sie geht es nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner das Wort der Kollege Fritz Günzler, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja schon mehrfach gehört, dass über solchen Antrag der Linken auch schon mehrfach debattiert worden ist. Und ich habe mir das Vergnügen gegönnt, die Debatten dazu anzusehen und die Protokolle durchzulesen. Und ich kann Ihnen sagen, viel Neues ist eigentlich nicht gekommen. Aber bemerkenswert fand ich heute schon, dass die Linke Konrad Adenauer zitiert und die FDP Karl Marx. Das hatten wir bis jetzt in der Debatte noch nicht. Aber ganz ernsthaft, die Argumente liegen ja alle auf dem Tisch. Und es ist noch einmal verstärkt worden durch das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, das im letzten Mai vorgelegt wurde. Übrigens der Wissenschaftliche Beirat des jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der damals noch Bundesfinanzminister war. Und dieser Beirat kommt zu dem klaren Ergebnis, dass eine Vermögensabgabe wirtschaftlich unsinnig wäre und verfassungsrechtlich höchst zweifelhaft wäre. Von daher wäre es nicht sinnvoll, dieses weiter zu verfolgen, sondern sich um andere Dinge zu kümmern, meine Damen und Herren. Und in diesem Gutachten des Beirates werden verschiedene Argumente aufgeführt. Und ich finde ein Argument dabei sehr wichtig, das ist Vertrauen. Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen in den Rechtsstaat, Vertrauen in Rechtssicherheit und Regelbindung des Staates. Und wenn jetzt ad hoc auf das Vermögen zugegriffen wird, es letztendlich enteignet wird, wird dieses Vertrauen verloren gehen und wir werden als Investitionsstandort Deutschland leiden darunter. Und darum sollten wir so eine Vermögensabgabe gar nicht erst denken, meine Damen und Herren. Diese Vermögensabgabe wäre der absolute Standortkiller und von daher sollte man davon abgehen. Und ein wenig vermessen finde ich es auch, obwohl ich den Kollegen Görke ja schätze, dass er Herrn Adenauer zitiert, diesen Lastenausgleich aus den 50er Jahren hinzuzuziehen. Und es war eben eine andere Krise. Und wir müssten mal gucken und sollten uns noch mal bewusst werden, in welchem Zustand unser Land damals war. 8 Millionen Flüchtlinge in unserem Land, 40 Millionen Wohnungssuchende. Also ich will ja nicht kleinreden, dass wir auch eine Herausforderung derzeit haben. Aber die jetzige Krise oder die jetzige Situation mit der Krise nach dem Krieg zu vergleichen, halte ich fast für unanständig, meine Damen und Herren. Und wir müssen auch wissen, damals hat man es auch gemacht, nicht weil Sie umverteilen, so wie Sie umverteilen wollen, sondern weil der Staat nicht mehr kreditwürdig war. Es gab keine Kapitalmärkte, die Deutschland nur einen Euro oder einen Cent oder einen Pfennig damals gegeben hätten. Und steuerlich war auch nichts mehr möglich. Die Einkommensteuer, das wird die Linke freuen, hatte damals einen Spitzensteuersatz von 95%. Das fordert nicht einmal die Linke hier im Bundestag. Aber das hatten wir, 95%. Also von daher haben wir eine völlig andere Situation. Unser Land ist nach wie vor höchst kreditwürdig. Wir sind an den Kapitalmärkten gerne gesehen. Wir finden Geld und wir bekommen auch genug Geld. Und es ist auch schon darauf hingewiesen worden, dass der Staat ja auch hohe Einnahmen hat. Natürlich muss man das inflationsbereinigt teilweise sehen. 2012, also vor 10 Jahren, hatten Bund, Länder und Kommunen ca. 600 Milliarden Steuereinnahmen. In diesem Jahr, 10 Jahre später, werden wir fast 900 Milliarden Steuereinnahmen. Das sind 50% mehr. Und nach der jüngst vorliegenden Steuerschätzung werden wir im Jahre 2028 1 Billion Euro Steuereinnahmen haben. Also wir haben genug Geld, muss nur mit dem Geld vernünftig umgehen. Und da hat die Ampel noch einiges zu tun. Und das Instrument einer einmaligen Vermögensabgabe ist kein Instrument, jedenfalls nicht im Grundgesetz so angelegt, um Umverteilung zu betreiben. Und hier wird immer der Eindruck erweckt, die breiten Schultern, wie sie genannt werden, würden nichts beitragen. Ich will Ihnen nur mal sagen, dass 10% der Steuerpflichtigen 50% des Steueraufkommens der Einkommensteuer gewährleisten. 50%, fast das komplette Volumen, 94% des Aufkommens.
Wir haben einen linear progressiven Tarif, dazu stehen wir auch. Also die breiten Schultern leisten schon erheblich mehr. Und das ist auch gut so, das soll auch so sein. Aber man muss eben vorsichtig sein, dass man das Rad nicht überdreht und zu einer Erdrosselung kommt, die grundgesetzlich sowieso nicht zulässig wird. Substanzsteuern haben grundsätzlich ja das Problem, dass sie unter Umständen auch aus der Substanz bezahlt werden müssen. Darum ist es richtig, Erträge aus der Substanz vernünftig zu besteuern, aber die Substanz selber nicht zu besteuern. Und hier wird auch der Vermögensbegriff nie richtig definiert. Hier wird immer der Eindruck erweckt, das ist alles Liquidität, das hat der Unternehmer oder wer auch immer auf dem Konto liegen. Bei den von Ihnen erwähnten 1% der Multimillionäre, auch Milliardäre, sind über 60% in Betriebsvermögen gebunden. Das ist gebundenes Kapital, das steht denen gar nicht zur Verfügung. Und wenn Sie sich mal Familienunternehmen ansehen, die ja das Rückgrat unserer Wirtschaft darstellen, die haben meist Gesellschaftsverträge, dass sie gar nichts entnehmen können, dass sie gar nicht frei veräußern können. Also dieses alles würden Sie kaputt machen, weil diese aus der Reserve, wenn Sie denn überhaupt nach diesen Krisen noch Reserven haben, Geld nehmen müssen. Sie würden vielen Familienunternehmen in unserem Land den Todesstoß versetzen. Und deshalb kann man das auch gar nicht fordern und verfolgen. Ich will jetzt gar nicht von den bürokratischen Kosten reden. Also wir haben ja im Rahmen der Grundsteuer umfassend debattiert, wie man Vermögen ermittelt. Im Rahmen der Erbschaftssteuerreform, das ist mal nicht auf Knopfdruck gemacht. Und jetzt wollen Sie für eine einmalige Abgabe das gesamte Vermögen der Bundesrepublik Deutschland neu bewerten. Sonst wüssten Sie ja nicht, ob Sie die Freibeträge erreichen oder erhöht werden. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Bürokratiemonster, was Sie da erzeugen würden. Ein weiterer Grund, dies abzulehnen. Dieser ganze Antrag ist letztendlich ein Griff in die parlamentarische Mottenkiste, mal wieder ein Feldversuch der Linken, sich an den Unternehmern und an den Menschen, die das zu Vermögen gebracht hat, zu bereichern. Es ist erstaunlich, wie sich dann hier im linken Block sich schon eine große Einheit zeigt. Von daher hoffen wir mal, dass die FDP in diesem Punkt wenigstens stehen bleibt und wir uns auf die FDP in diesem Punkt verlassen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Künstler. Nächste Rednerin ist Kollegin Emilia Fester, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, in der Woche, in der unsere HaushälterInnen beraten, Geldmengen verschieben, darum ringen, wichtige Projekte zu finanzieren und dabei immer wieder an Grenzen stoßen, da machen Sie hier wirklich einen sehr charmanten Vorschlag, liebe Linksfraktion. Ich selbst habe erst in diesem Sommer gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt etwas Ähnliches gefordert. Denn wir leben mitten in der multiplen Krise. Die Pandemie ist nicht vorbei. Unsere weltweiten Klimaziele sind so gut wie nicht mehr einhaltbar. Krieg in Europa, Inflation, Armut. Es ist ein ständiger Kampf um eine lebenswerte Zukunft. Und für sehr viele Menschen geht es längst auch um die Gegenwart. Die Polykrise wirkt wie ein Brennglas. Sie verdeutlicht die soziale Schieflage in diesem Land und reißt letztendlich zuallererst die vulnerabelsten Gruppen in tiefe Sorgen. Umso wichtiger ist, dass die Bundesregierung handlungsfähig bleibt, entlasten kann und möglich macht, die Krisen nicht nur zu entschärfen, sondern die Probleme an ihrer Wurzel zu packen. Jeden Tag wird deutlicher, dass 16 Jahre CDU-Regierung zu einem enormen Investitionsstau geführt haben. Das zeigen etwa eklatante Finanzierungslücken im Gesundheitswesen oder die verpasste Energie- und Wärmewende. Aber auch, dass unser Staat den Anforderungen des demografischen Wandels mit seinen Sozial- und Rentensystemen nicht mehr lange gerecht werden kann. Schon jetzt sind die Ungerechtigkeiten groß. Um den ungeschriebenen Generationenvertrag einhalten zu können, um den nächsten Generationen noch eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen, müssen wir die nötigen Geldmittel finden. Und unsere Regierung hat bewiesen, dass sie schwere Entscheidungen treffen kann und in Anbetracht der akuten Krisen in der Lage ist, das parteipolitische Klein-Klein zu verlassen. Die Einführung der Zufallsgewinnsteuer zum Beispiel war ein riesiger Erfolg, gerade aus grüner Perspektive. Und es ist kein Geheimnis, dass wir uns auch dafür einsetzen, die Schuldenbremse zu reformieren. Doch es muss auch klar sein, dass Schulden aufnehmen, gerade für laufende Kosten, nicht die Dauerlösung sein kann. Das hier ist kein Entweder-Oder. Wir müssen unsere Einnahmen erhöhen. Und ja, starke Schultern können mehr tragen. Wer mehr hat, der kann mehr geben und sollte sich auch stärker an den Krisenkosten beteiligen. Dafür stehen wir Grüne ein.
Wir wollen Belastungen gerechter verteilen. Menschen mit sehr hohen Vermögen sollen etwas abgeben. So steht es in unserem aktuellen Parteitagsbeschluss. Klar ist aber auch, dass wir das selbstverständlich durch Verhandlungen gemeinsam mit unseren KoalitionspartnerInnen lösen müssen. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Vorschläge zur Problemanalyse. Sehr geehrte Linksfraktion, dementsprechend können wir Ihrem heutigen Antrag aber auch nicht zustimmen. Man muss aber auch wirklich ehrlich sagen, Sie haben es sich hier mit einem knapp einseitigen Antrag wirklich sehr leicht gemacht. Ich plädiere für Ablehnung, aber für ernsthafte Erwägungen in puncto Umverteilung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Fester. Als letzter Redner in dieser Debatte hat das Wort der Kollege Armand Zorn, SPD-Fraktion. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin der Fraktion Die Linke dankbar für diesen Antrag, auch wenn die Details fehlen. Aber ich finde das wichtig, dass wir uns angesichts der aktuellen Situation uns um das Thema beschäftigen und miteinander diskutieren. Denn das Thema ist mehr denn je wichtig. Wir haben es gerade mit multiplen Krisen zu tun, mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen, mit der Energiekrise, mit der Klimakrise und die vielen verschiedenen Herausforderungen, die uns gerade als Gesellschaft begegnen. Und da, ich hoffe, wir sind uns hier alle einig, da wollen wir auf der einen Seite die Menschen, die Unternehmen so gut wie es geht jetzt unterstützen, aber auch zeitgleich alles dafür tun, um Innovation, um die Transformation in Deutschland voranzutreiben. Und das Ganze hat natürlich einen Preis. Dadurch entsteht ein ziemlich hoher Finanzierungsaufwand. Und in der Vergangenheit ist es uns gelungen, als Ampelkoalition hier drei Entlastungspakete auf den Weg zu bringen. Meine Vorrednerinnen und Vorredner sind bereits darauf eingegangen. Das will ich nicht mehr tun. Aber wenn wir selbstkritisch mit den Entlastungspaketen umgehen, und liebe Union, das tun wir, also wir als Ampelkoalition befassen uns auch kritisch mit den Beschlüssen, die wir bereits gefasst haben. Wenn wir uns diese Entlastungspakete anschauen, dann gibt es zwei Kritikpunkte, die immer wiederholt werden. Ob das vom IWF ist, ob das von den verschiedenen Ökonomen ist, ob das teilweise auch von der Opposition ist. Kritikpunkt Nummer eins, das ist die Zielgenauigkeit. Kritikpunkt Nummer zwei, das ist die Frage, inwiefern geht Fiskalpolitik in eine Richtung mit der Geldpolitik. Das sind zwei Kritikpunkte, die wir uns gefallen lassen müssen. Und da finde ich, dass die Vorschläge, die der Sachverständigenrat vor ein paar Tagen bekannt gegeben hat, aber auch die Frage einer einmaligen Vermögensabgabe, könnten eine Lösung sein, um auf diese zwei Kritikpunkte einzugehen. Und ich will das auch erläutern. Erstens, wenn es darum geht, Entlastungspakete auf den Weg zu bringen, haben wir es besonders mit der Herausforderung, dass es an Instrumenten fehlt, dass es an Möglichkeiten der Direktzahlung fehlt. Deswegen kommt es dazu, dass der Superwohlhabende am Ende eine Energiepauschale bekommt, genauso wie Klein- und mittlere Einkommen, die darauf angewiesen sind. Und liebe Union, wer sagt, dass wir mit der Zielgenauigkeit besser werden müssen, dass wir mit der Gießkanne aufhören müssen, muss auch da einverstanden sein, darüber zu reden, wie können wir diejenigen stärker zur Verantwortung ziehen, die mehr Geld im Portemonnaie haben, die mehr Vermögen haben. Und das ist die Debatte, die ich gerne mit Ihnen führen würde. Und die Frage, wie es darum gehen kann, wie es uns gelingen kann, Fiskalpolitik und Geldpolitik aufeinander abzustimmen, heißt ja nicht nur, dass wir eine restriktive Fiskalpolitik fahren müssen. Nein, ich glaube, wir müssen bei konsumtiven Aufgaben, da müssen wir sehr zielgenau sein, aber bei investiven Aufgaben, da lohnt es sich zu investieren. Und das ist auch das, was diese Ampelkoalition macht, das ist das, was die Bundesregierung macht. Und wir haben auch dafür schon bereits Gelder zur Verfügung gestellt. Hauptsächlich basieren auf Sondervermögen, basieren auf Kreditaufnahmen. Aber das alleine wird nicht genügen. Und deswegen ist auch die Frage, und das ist ja nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, wie meine Vorrednerinnen erwähnt haben, sondern das ist auch eine Frage von solider Haushaltsführung. Also wer sich für eine solide Finanzpolitik einsetzt, muss sich auch der Frage gefallen lassen, wie kann es uns gelingen, dafür zu sorgen, dass wir insbesondere in diesen Zeiten das Steueraufkommen erhöhen. Und einen kleinen Seitenhieb an Teile der FDP und insbesondere Richtung Union. Wer glaubt, dass solide Haushaltspolitik und solide Finanzpolitik nur geht, wenn man die Steuer senkt, der braucht nur nach Großbritannien zu schauen und zu sehen, was mit Kwasi Kwarteng, Finanzminister, passiert ist und zu sehen, was mit Liz Truss passiert ist. Solche Pläne, die keinen Tag halten, wenn es nur darum geht, Steuern zu senken, die werden auch von den Finanzmärkten nicht akzeptiert. Deswegen, das ist auch eine Frage von solider Finanzpolitik.
Ich freue mich, dass wir diesen Antrag haben. Wir werden ihn zwar ablehnen, aber lassen Sie uns die Diskussion weiterführen. Dankeschön. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zum Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 4307 mit dem Titel Einmalige Vermögensabgabe für Multimillionäre und Multimillionärinnen sowie Milliardäre und Milliardärinnen. Die Fraktion Die Linke hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Abstimmung erfolgt wieder in der Westlobby. Zur Abgabe Ihrer Stimme haben Sie 30 Minuten Zeit. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich habe noch kein Signal, dass das erfolgt ist. Kann mir signalisiert werden, ob die Schriftführerinnen und Schriftführer ihre Plätze eingenommen haben? Ist der Fall. Ich sehe, das ist der Fall. Die Plätze an den Urnen sind besetzt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke. Die Abstimmungsurnen werden um 16.33 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 39a bis